Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Professional Farmer Cattle and Crops. Ja, ich weiß nicht, ob der angekündigte Livestream jetzt schon war oder noch nicht war. Ich nehme die Folge jetzt Samstag, 24.07. auf und ihr seht die ja jetzt erst am Sonntag, glaube ich. Anfang August müsste das sein. Gerade keinen Kalender zur Hand. Und ja, mit Glück war der Livestream schon. Mit Glück habe ich schon ein Video dazu gemacht. Mit Pech war er leider noch nicht und kommt dann vielleicht erst noch die Woche. Werden wir sehen. Ja, und wir sind hier bei der Ernte. Wie ihr seht, wir haben jetzt schon die erste Fuhre oder die erste Entladung hinter uns. Warten darauf, dass wir wieder zum Drescher gerufen werden, dass er voll ist. Dass er wieder entladen werden will. Und gucken mal, wie weit wir in diese Folge kommen mit der Ernte. Wann immer wir das Feld fertig kriegen. Das noch vielleicht. Ich glaube nicht. Vermuten mal, dass wir das Feld nicht ganz fertig kriegen werden. Aber wir schauen mal. Ich könnte eigentlich auch unter den Drescher fahren. Und dann... Ach, jetzt ruft er uns. Okay. Aber ich hatte gerade gesehen, dass das so eine schöne, lange, gerade Strecke ist. Da hätte man noch schön rund nebenher fahren können. Aber so fahren wir dann mal von dieser Seite drunter, von dieser Richtung her. Ah. Wir sollen nebenher fahren, okay. Sie hat noch nicht angehalten. Sie hat noch nicht angehalten. Auch wenn die sie aussieht wie ein R, aber... Das sagte ich ja schon in der letzten Folge. Das ist nochmal irgendwas, was irgendwann mal gemacht werden muss. Dass die Avatare auch... den im Idealfall den ausgewählten Mitarbeitern entsprechen. Dass man auch sieht, wer da gerade beschäftigt ist, ne? So, wir fahren jetzt mal schön nebenher. Bis die Bahn zu Ende ist. Und dann können wir den Anhänger leer machen. Ich gehe ja schon. Ich bin ja schon weg. Aber dann machen wir den Anhänger mal leer. Bis sie wieder voll ist, bis wir wieder gerufen werden, vergeht eine Weile. Auf. Gang rein. So, Roggen, Hof, Düngelager, nein, Hofgetreidelager. Machen wir mal leer. Die haben wir ja leer gemacht, die Lager. Können wir jetzt also wieder voll machen.
Hoppala. Wunderbar. Und auf zum Feld. Können wir dann warten, bis wir wieder gerufen werden. So, da kommt Madame. Warten wir mal. Ich überlege gerade, ob ich hier auf der Strecke auch nochmal abtanke. Dass ich halt nicht ins Getreide fahren muss. Was ich müsste, wenn sie dann da hinten dreht, weil ich glaube, sie macht nur zwei Bahnen als Vorgewende. Dann wäre es kein Fehler, wenn wir hier nebenher fahren. Wäre auch von Vorteil, wenn wir dann einen Gang einlegen. Und die Handbremse lösen. Schön, man kann immer die Strohspur hier als Richtwert nehmen. Wo man fahren muss. Dann hat man den perfekten Abstand. Ja, jetzt ist er leer. Und da gucke ich dann halt immer, dass ich... Weil wenn ich das jetzt nicht machen würde, und sie dreht nachher vorne an der Straße, dann... müsste ich unter Umständen abtanken und zum Abtanken durchs Getreide fahren. Und das will ich halt nicht. Wegen Fruchtschaden und so, ne? Perfektes Team, oder? Liliana und ich. So, jetzt machen wir mal einen Abgang, sonst hupt sie wieder. Und das wollen wir ja nicht. Macht sie jetzt? Fährt sie erst da hinten? Fängt sie da hinten an? Okay. Dann fahren wir nachher auch ein Stück wieder mit. So die letzte Hälfte. Einfach, um eben genau das zu vermeiden. Dass ich durchs Getreide fahren muss, weil dann wird sie jetzt da die Spuren fahren. Also da hinten wird sie dann wenden und wird dann in der quasi jetzt einfach uns entgegenkommen. Bin ich mir jedenfalls relativ sicher, dass sie nicht darüber fährt und dann dort entlang kommt. Deswegen tanken wir sie nachher ab. Kurz bevor Ende. Hoppla. Gebüsch.
Jetzt sollte er jetzt aber auch mal mich sputen. Sonst ist sie nämlich gleich am Ende. Und ich nicht. Weil so lang ist die Bahn ja dann auch nicht, ne? So. Wenn sie dann da vorne dreht, dann kann sie die eine Bahn voll machen und auf der Kehrtwende auf der anderen Seite fahren wir dann wieder rechtzeitig dran. Perfekt. So, dann mache ich mal einen Abgang. Bevor wir hier wieder angehupt werden. Fahre ich mal über die Straße zurück. Sind wir artig und fahren nicht über die Wiese. Und jetzt heißt es mal wieder ein bisschen warten. Genau, es kommt sie nämlich hier auf der Spur entlang. Drehen wir gerade mal. Bleiben auf dieser Seite, dass wir ihr nicht im Weg rumstehen. Da ist sie nämlich gnadenlos und hupt. Und wenn sie dann nachher wieder hochfährt, dann können wir wieder rechtzeitig gucken, dass wir sie abtanken fahren. Läuft perfekt. Ja, und wenn ich mir die Zeit so angucke, jetzt haben wir schon 13 Minuten, werden wir das diese Folge definitiv nicht fertig kriegen. Das heißt, es wird noch ein paar Folgen auf jeden Fall geben. Weil ich habe gesagt, die Ernte mache ich definitiv fertig und pausiere dann, bis es ein Update gibt. Was vielleicht schon angekündigt ist, vielleicht aber auch noch nicht. Ich weiß es nicht. Zum Zeitpunkt der Aufnahme weiß ich es noch nicht. Ihr wisst es vielleicht jetzt schon. Ich dann wahrscheinlich auch. Aber jetzt bei der Aufnahme halt gerade noch nicht. Wenn wir Glück haben, kommt das Update frühzeitig. Dann geht das alles nahtlos ineinander über. Beziehungsweise, falls es eine neue Map gäbe, dann würde ich tatsächlich dort nochmal neu anfangen und einiges anders machen. Ich meine, jetzt haben wir so die ein oder andere Erfahrung gesammelt. Und ich hoffe doch mal, dass wir dann ja, mit dem Neuanfang nochmal wieder deutlich besser dastehen. Seht, wir haben jetzt gerade nur noch 7.515 Euro als Finanzpolster, wovon allerdings das auch komplett ein Kredit ist, weil wir mit dem Zuchtbullen ordentlich Minus gemacht haben. Die hatte ich zu früh geholt. Ich dachte, die würden auf der Weide ein bisschen ansetzen, taten sie aber nicht. Auf der Weide ist also null. Man kann sie da zwar parken, aber sie setzen genau null Fett an, werden einfach nur älter.
Und ich habe sie zu früh verkauft. Das war dann der zweite Fehler. Nachdem ich dann Silo hatte, habe ich sie einfach zu früh verkauft und da ordentlich Minus gemacht. Das wäre jetzt ein Fehler, der mir nicht nochmal passieren würde. Und ja, mit dem Getreide würde ich dann jetzt auch eher mal immer mal wieder regelmäßig über den Winter gucken, wann die Preise so am höchsten stehen. Ich würde sagen, wir starten gerade mal durch. Und entsprechend dann halt auch verkaufen. Sie blinkt schon, das heißt, sie ist bald voll. Kommen wir ja genau richtig. Dann sind wir ja genau zum richtigen Zeitpunkt da. Ups, nicht zu schnell. Müssen unser Tempo ja entsprechend anpassen, ne? So, dann fahren wir bis zum Ende der Bahn mit. Dann ist der Anhänger auch voll genug, dass wir den leer machen können. So, ihr Tank ist leer. Das sieht man an dem abgehackten Füllen vom Anhänger. Und das heißt, das, was da jetzt rauskommt, geht direkt. Ist das, was gerade was in die in den Tank da reinkommt. Wird auch direkt wieder raus befördert. So. Ich mache einen Abgang. Ja, ich bin doch schon weg. Kein Stress, Liliana. Weil wir sind jetzt fast voll mit 90%. Da können wir schon mal leer machen. Und fahren dann wieder. Zum Feld. Ja, und das wird dann auch so ziemlich das Letzte sein, was wir heute machen. Getreidelager 1, Start. Tüdüdü, tüdüdüdü. Mal noch warten, bis das wieder unten ist. Nicht, dass er damit gegen die Tür rammeln, ne? Das macht sich nämlich nicht so gut. Den kurzen Weg hier. Und dann würde ich sagen, beenden wir auch die Folge für heute. Ich sage danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr seid auch das nächste Mal wieder mit dabei. Ja, wenn wir dann darauf warten, dass Liliana hier vorbeikommt. In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.